Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 20 Minutes Off. Das Format, in dem wir ein Spiel 20 Minuten anzocken und dann gucken, ob es gut oder nicht so gut war. Heute am Start haben wir Worms Armageddon, ein Klassiker der PlayStation 1. Jetzt ganz neu wieder im PlayStation Premium, Essentials, wie auch immer, Paket ist es auf jeden Fall drin. Und das werden wir uns heute mal anschauen. Worms kenne ich natürlich, klar. Aber Worms Armageddon auf der PlayStation 1, das habe ich tatsächlich noch nie gespielt. So, unser Team haben wir jetzt gerade eben fertig gemacht. Da gucken wir uns jetzt mal an, was man hier machen kann. Neues Spiel erstellen. Ist vielleicht jetzt auch für Multiplayer, weiß ich jetzt gerade nicht. Was sind das hier? Einzelspielerspiel starten. Machen wir das doch mal. Schnellstartspiel. Ausbildungsmenü, Deathmatch-Menü, Einsatzmenü. Ganz schön viele verschiedene Optionen, die wir hier haben. Ach, wir brauchen hier eine Bronzemedaille, um das spielen zu dürfen. Und Ausbildungsmenü müssen wir einmal. Ich weiß jetzt auch, wie man die Kamera verändern kann. Das ist auch sehr von Vorteil. Oh, die sind zu hoch. Und da ist er drin. Jetzt ein bisschen höher. Gib ihm. Der muss auf 2 Sekunden. Und ein bisschen niedriger. Ah, doch eine Sekunde nur. Da haben wir es doch. Sehr schön. Boah, der Wind ist stärker als ich dachte. Weil wir schwächer als ich dachte. Scheiße! Oh, das war knapp. Komm. Yes. Jetzt kann man sich schon in den ersten Einsätzen versuchen. Mann. Je nachdem, was das jetzt hier ist, wird ja vielleicht auch nochmal ins 20 Minutes Off Video reingeschnitten. Muss ich da mal gucken, wie das passt. Kürbisköpfe, in diesem Einsatz müssen sie die Kiste mit den Spezialwaffen ganz rechts in der Landschaft bergen. Sie beginnen mit nur einem Wurm und begrenzten Waffen. Verwenden Sie sie umsichtig. Ich bin gespannt. Aber wieso haben die nicht die Ladevorgänge geschnitten? Das muss doch jetzt nicht mehr sein heutzutage. So, Authentizität ist eine Sache, aber das ist schon ein bisschen unnötig, finde ich. Diese langen Ladevorgänge drin zu lassen. So. Jetzt die Frage. Erstmal hier eine Brücke bauen. Oder erstmal die drei Würmer umbringen. Haben wir überhaupt irgendwas Cooles dafür? Haben wir noch nicht mal. Die haben doch gesagt, ich muss nach ganz rechts. Na gut, jetzt wird die Zeit eh langsam knapp, deswegen nehmen wir jetzt auch mal das Gewehr. Oder nee, besser die Uzi. Vielleicht schaffen wir es, die da runter zu schießen. Nice. Ja, das gleiche Spielerlebnis wie damals ist ja auch schön und gut. Aber muss es denn genau das gleiche Spielerlebnis sein? Kann es nicht so ähnlich sein? So ähnlich, etwas besser einfach. Also, was spricht denn dagegen? Jetzt müssen wir irgendwie da hochkommen. Da würde ich jetzt dann tatsächlich den Träger mal ausprobieren. Den wir auch sogar richtig schön drehen können. Oh, sogar verlängern können! Wow! Ich will aber gerne noch ein bisschen laufen jetzt vorher. Woanders hinlaufen. Wie kann ich das wieder wegmachen? Wahrscheinlich so. Träger. Nein! Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber es ist eigentlich nicht schlimm. So kann ich gleich mit dem Ninja sein, wenigstens daher. Wenn du jetzt mein Ding kaputt machst, ne? Boah. Artillery.
Das wäre der Untergang gewesen. Verstanden! Auf zum Ninja-Seil. Ups, das war nicht so geil. Da wollte ich hin. Jetzt drehen wir uns hier im Kreis. Ah, shit. Die Zeit verrinnt. Perfekt gecatcht da am Ende. Also besser geht's jetzt gar nicht mehr. Und so haben wir es auch endlich geschafft. Aber die Kiste. Crazy. Zack. Home Run. Wesker bringt den Tod. Wie passend. Zum Glück nicht in die Minen geschleudert. Das ist die Hauptsache gewesen. Haben wir Fallschirm oder so? Leider nicht. Laserzielvisier? Was ist das denn cooles? Ey, das muss ich jetzt einfach mal ausprobieren. Oh. Bringt wahrscheinlich nicht so viel gerade an der Stelle. Okay. Ach, der Zug ist um dann. Schade. Oh gut, Snap, der hat nichts an. Wie konnte mich denn jetzt die Mine treffen? Was ist das denn jetzt? Hallo, was passiert da? Was war das denn jetzt für ein Erdbeben auf einmal? So, hier ist ja irgendwo unser Ziel. Ich glaube, wir haben es geschafft, wenn wir diese letzte Kiste hier holen. Ist jetzt die Mission beendet? Das war ja die Mission eigentlich. Die ganz rechte Kiste zu bergen. Einsatz gemeistert, schön. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber wir hatten nur 10 Sekunden übrig. Aber da muss ich sagen, bevorzuge ich dann doch den normalen Deathmatch-Modus oder einfach so zocken, weil das ist schon jetzt auf jeden Fall langweiliger, dadurch, dass man einfach kaum Arsenal hat. Klar, das wird wahrscheinlich später noch spannend, aber da muss man sich ja erstmal durchquälen. Stattdessen machen wir jetzt einfach ein Schnellstartspiel. Die Zeichen stehen nicht gut für uns nach der durchgefallenen Ausbildung. Und wir haben nicht unser Team, was wir da zusammengestellt haben. Schade. Aber okay. Bin ich dieser Wurm? Nein. Warum macht der denn nichts? Warum macht der nichts 15 Sekunden? Boah, was ein Sniper! Okay. Die wissen jetzt natürlich nichts über die Steuerung. Oh fuck! Nein! Ich glaube, ich weiß jetzt, warum wir die Ausbildung nicht bestanden haben. Wir sind nicht für die Front geeignet. Ja, sicher. Klar. Auf was für eine Schwierigkeitsstufe sind die eingestellt hier? Die gegnerischen Würmer. Oh Mann. Da komme ich jetzt noch nicht mehr hoch. Auch die Frage, wo das Waffenmenü ist. Ach, hier.
Ja, wir haben ja nichts mehr zu verlieren jetzt eigentlich. Was gibt's denn hier Schönes? Komm in die Gänge! Ja, ich beeile mich ja schon. Haben wir das super Schaf? Oder das normale Schaf? Vielleicht klappt das ja mit dem normalen Schaf. Mal gucken. Ja, das war dann die erste Runde. Die erste Runde ohne jegliche Vorkenntnisse. Ganz interessant bislang. Was ist denn das Deathmatch-Menü? Gucken wir uns das doch einfach mal an. Da können wir wenigstens unsere Stars aufnehmen. Mal gucken, was hier auf uns zukommt. Los geht's, Lambo. Wir haben es hier mit einem sehr starken Team zu tun. Lambo, The Queen und Vinnie Jones sind natürlich krasse Namen bei den Würmern. Da weiß man schon, die könnten uns fertig machen. Ah, Chris und Leon haben sich da leider nicht so gut abgesprochen gerade. Das hat richtig gezwiebelt. Da muss der Kapitän selber ran. Es wurde soeben zur Chefsache erklärt. Leute, wir können es schaffen. Das ist gar keine Frage. Ich brauche einen Fallschirm. Haben wir einen Fallschirm? Hallo? Da ist er. Zack, und Fallschirm aktivieren. Yes. Das hat schon mal gut funktioniert. Und dann kommt jetzt der gute alte Cluster, den wir mal auf eine Sekunde einstellen. Und gib ihm. Nein! Oh Mann, was habe ich mir für ein Spiel ausgesucht? Wesker hat ein Date mit Neptun. Und nicht nur, das war jetzt ein trauriger Würmermoment, nein, es hat auch Erinnerungen hervorgerufen, wie Wesker in den Vulkan gefallen ist. Der tragischste Tod aller Zeiten in der Videospielgeschichte. So, jetzt ist Zeit, das Ruder umzudrehen. Diesmal sind wir besser gewappnet. Wir haben einen Plan. Dieser Plan sieht so aus. Einmal hierher. Und jetzt geht's los, Freunde. Jetzt kommt das Schaf. Jetzt mähen wir die Gegner in Grund und Boden. Ja, ich hab's gesagt. Let's go! Bam! Das war doch mal schön. Da ist das Comeback. Chris kann bis 2 zählen. Ich glaube, an dem Punkt kann ich auch einfach aufgeben. Barry, jetzt kommt deine Rache. Wie machen wir es jetzt am besten? Am liebsten würde ich den ja ein bisschen näher ans Fass bringen und dann noch auf das Fass schießen. Aber ich weiß nicht, ob ich mit dem Gewehr 2 Schüsse habe. Ich glaube, in späteren Wurmspielen hat man das auf jeden Fall. In diesem hier. Heilige Granate? Oh, schade, können wir nicht nehmen. Stinkt hier, kenne ich auch nicht. Aber ist jetzt zu riskant, das auszuprobieren. Ich versuche es mit dem Gewehr einfach. Mein Plan. Einmal auf den Lambo.
Und das hat ja nicht so gut geklappt, leider. Schade. Aber einen Schuss haben wir noch. Vielleicht reicht es ja bis zur Mine. Ah! Perfekt! War zwar jetzt nicht ganz wie geplant, aber es hat doch gut funktioniert. Was wollen wir mehr? Da ist der Sieg. Mit viel mehr Nervenkitzel als eigentlich nötig, haben wir uns den Sieg da geholt. Glückwunsch, Ihr Rang Anfänger. Speichern. Es erfordert 2 freie Blöcke auf dem Memory Card. Boah, ey. Da muss ich da erstmal gucken, ob wir die noch frei haben. Hallo? Dafür habe ich eine PlayStation 5 mit einer SSD-Festplatte, damit das Speichern von Spieldaten eines PlayStation 1-Titels 20 Sekunden dauert, gefühlt. Unglaublich. Okay, weiter geht's. Diesen Anfänger, und das kann natürlich so nicht bleiben. Mal gucken, ob wir ihn jetzt treffen. Wir waren gerade schon krass im Vorteil von den Würmern. Wir hatten viel mehr Leben und auch mehr Würmer. Mal gucken, wie es jetzt wird. Ist jetzt auf jeden Fall schon ausgeglichener als gerade. Und wir starten in einer schlechteren Position auf dem unteren Balken. Der ist ja leider nicht sehr widerstandsfähig, wie man gerade gesehen hat. Was macht er? Ja, geil. Cool, dass jetzt die Mine nicht explodiert ist. Okay. Kapitän. Haben wir einen Luftschlag oder so? Das wäre ganz cool. Ich denke mal nicht. Das wäre einfach zu OP jetzt gerade hier. Ich frage mich, ob man nach dem Teleport immer noch was machen kann oder ob dann der Zug vorbei ist. Werden wir jetzt rausfinden. Zug ist vorbei, schade. Ich hatte jetzt nämlich auch ein bisschen Angst, dass ich da Chris und Barry nach unten haue, wenn ich da oben die Rakete hinschmeiß. Bleib da stehen! Ah, schade. Oh, der wird den gut treffen, glaube ich. Der wird den richtig treffen. Puh. Das war jetzt wenigstens das Best-Case-Szenario. Und ab nach oben. Jetzt haben wir den Weg nämlich frei. Bestimmt haben wir auch ein Jetpack oder so. Hoffe ich einfach mal. Ninja-Seil, Bungee, Fallschirm, Teleporter-Schläger, Bohrer. Kein Jetpack. Mit dem Seil wird es wahrscheinlich auch schwierig, da hochzukommen. Ja, das wird nicht klappen. Aber wir könnten unsere Rakete da oben durchschießen. Lenkrakete sogar. Geil. Dann, ja, einfach mal hier hin. Dann dürfen wir die beiden noch treffen, die beiden Würmchen. Hallo? Ja, ich mache ja schon. So, und dann genau, da muss genau da durchgehen, aber. Die Zeit rennt! Scheiße! Yo, nein! Was? Ich wusste nicht, dass er diese Rakete so fest schmeißt. Außerdem sieht man da oben gar nicht, dass da eine Decke ist. Mann, Mann, Mann. Also, Worms ist natürlich ein richtiger Klassiker. Ich glaube, die meisten kennen das auch. Auch die meisten, die jetzt hier gerade einschalten, kennen das auch. Und es ist einfach ein lustiges Spiel, klar, gar keine Frage. Ne, mit Würmern hier gegeneinander zu zocken, macht einfach Bock.
gibt viele verschiedene Waffen. Ja gut, jetzt haben wir auch verloren. Schade. Es gibt viele verschiedene Waffen. Der Soundtrack ist cool. Und eigentlich so vom Gameplay her brauchen wir jetzt gar nicht so viel drüber reden, dass es mega interessant ist auch. Dieses Spiel hier speziell, also Worms Armageddon PlayStation 1, hat sich insofern meines Erachtens nicht gut gehalten, dass die Ladezeiten einfach viel zu lang sind. Also die Würmer, wenn die einen Zug machen, habt ihr ja gerade selber gesehen, es dauert einfach zu lange. Und das ist ein Punkt, der mich persönlich jetzt ziemlich stört, im Einzelspielermodus auf jeden Fall. Da würde ich sagen, sollte man einfach ein neueres Worms-Spiel zocken. Ich weiß jetzt nicht, welches die letzten sind, auswendig gerade, aber die ich gezockt habe zuletzt, sind auf jeden Fall eigentlich genauso wie dieses hier, nur in etwas besser. So sehe ich eigentlich gerade keinen Grund, dieses hier, diese spezielle Version zu zocken. Wobei mich natürlich noch interessiert, was das Einsatzmenü ist. Dazu müsste man hier die Ausbildung erstmal machen. Aber dazu kommen wir jetzt heute leider nicht mehr. Und deswegen ist meine Empfehlung, Worms an sich ein richtig geiles Spiel. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dieses Spiel hier im Einzelspielermodus aber nicht unbedingt. Auch die Grafik ist jetzt nicht unbedingt sehr schön anzusehen auf den neueren Fernsehern. Und deswegen, ja, müsst ihr vielleicht selber einfach mal reingucken. Und das war alles soweit zu meinem Fazit. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.